So, willkommen zu einem neuen Video von Ice Queen Apple. Heute geht es darum, wie man OSDN Mountain Lion auf einen Computer installiert. Und zwar geht es hier dabei um Intel-PCs. In meinem Fall habe ich hier das Gigabyte P43T ES3G Motherboard, was eigentlich, sage ich jetzt mal, ein bisschen kniffliges Motherboard ist, weil es da ein bisschen schwerer ist oder ich nicht an die Lösung hintergekommen bin, wie das Ganze so rund läuft. Und zwar bin ich hier jetzt in Mountain Lion drin im Moment. 10.8. Ich habe halt dieses Motherboard mit der Grafikkarte 8400 GS von GeForce, von Nvidia. Und dazu braucht ihr am besten eigentlich nur diese Anleitung hier von Unibeast, von TonyMacX68.com, wo ihr zu dieser Anleitung natürlich auch noch Mountain Lion benötigt. Das bekommt ihr im App Store. Moment, App Store. Ja, das mit diesem Message hier oben ist auch sehr schön. Und geht auf Mountain Lion, ladet das runter, das kostet 18 Euro. Dazu braucht ihr natürlich dann auch noch die Apple ID und einen Mac, der einen Mac App Store auch hat und das runterladen kann. Ja, am besten MacBook Air oder einen vorhandenen Hackintosh, meine, keine Ahnung, irgendwie irgendein Mac braucht ihr auf jeden Fall, ansonsten kommt ihr nicht weiter. Wenn ihr das runtergeladen habt, braucht ihr noch einen USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicherplatz. Ihr partitioniert eure, ihr formatiert euren Stick erstmal, das ist das Wichtigste dabei. Ihr geht in das Festplattendienstprogramm und formatiert euren Stick, indem ihr auf euren USB-Stick geht, auf die Partition, eine Partition, und auf macOS Extended Journals, der Name ist völlig egal, und unter Optionen muss es auf Masterboard Record eingestellt werden, damit der Stick auch von einem Windows PC gebootet werden kann. Dann geht ihr halt auf Anwenden und das Ganze läuft dann knapp 10 Sekunden und ist fertig. Das war's im Festplatten-Dienstprogramm. Das mit Unibeast zeige ich euch jetzt mal hier nochmal in der Anleitung. Schalalala. Das heißt, ihr geht in Unibeast rein, fortfahren, fortfahren, fortfahren drücken und wählt den USB-Stick aus. Das ist das Wichtigste. Geht auf fortfahren. Hier braucht ihr nichts anklicken. Das ist, das braucht ihr nicht. Geht auf fortfahren und installiert das Ganze. Wundert euch nicht, wenn da jetzt steht bei euch 6 Stunden oder nur auf eine Minute. Das Ganze dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten. Und das dauert so lange, weil halt Mountain Lion auf euren USB-Stick gepackt wird mit den ganzen Treibern und mit dem Bootloader und so weiter. Und das war's eigentlich schon zum Vorbereiten an eurem Mac. Dazu ladet ihr euch noch bitte von Tony Mac einmal. Was sind denn die Downloads hier? Ach, das kann ich euch gar nicht jetzt zeigen. So, Multibeast runter, und zwar Multibeast in der Version 5.2.1 für Mountain Lion. Und von dieser Seite hier, also ich schreibe euch die ganzen Links in die Beschreibung, für meine Grafikkarte, die 8400 GS, diesen Treiber runter, beziehungsweise diese Kekste. Und ja, das war's dazu. Ihr installiert halt, indem ihr von eurem USB-Stick bootet. Ihr seid dann hier in diesem Installationsmenü. Wird Deutsch als Standardsprache. Dann geht ihr in das Festplattendienstprogramm. Ich kann euch das jetzt ein bisschen, ja, eigentlich gar nicht richtig zeigen. Ihr müsst halt hier oben in die Leiste unter Utilities gehen. Ich weiß nicht, was das jetzt auf Deutsch heißt im Moment. Utilities, dann auf das Festplattendienstprogramm. Und dann geht ihr auf eure Festplatte. Und dann macht ihr das gleiche wie gerade. Das heißt, ich kann das jetzt nicht machen, weil das jetzt hier ist halt. Eine Partition, obwohl, ich mach das mal so. Eine Partition, Macintosh AD, wie sie hier steht, nennen. macOS Extended Journal einstellen. Und diesmal müsst ihr das GUID-Partition, die GUID-Partitionstabelle, das Partitionsschema nehmen, nicht das Master Boot Record. Ansonsten bootet euer Rechner halt, das euer neues Mountain Lion halt nicht. Geht auf Anwenden und das dauert auch wieder 10-20 Sekunden. Ja, dann installiert ihr Mountain Lion und wenn der Rechner neu startet, solltet ihr wieder in diesem Menü kommen. Das heißt, ihr bootet wieder vom USB-Stick, wählt diesmal Macintosh AD aus und ihr drückt aber noch nicht Enter, sondern ihr
Schreibt folgenden Befehl rein: einmal minus x. Das heißt, dieser wird im sicheren Modus gestartet. Im normalen Modus wird er nämlich für das nämlich das Ganze zur Kernel-Panik. Was bedeutet, der kann die ganzen Kernels, die ganzen Kekste, also die Treiber, nicht laden. Und das führt halt dazu, dass das System nicht bootet. Das heißt, ihr müsst im sicheren Modus starten und erstmal mit Multabeast installieren. Also, wenn ihr Multabeast runtergeladen habt, so wie diese Seite, also wie diesen Keks hier, geht ihr halt auf Multabeast, führt das Ganze aus, und für mein Motherboard wird ihr folgende Eigenschaften: einmal Easybeast Installation, dann nicht die ganzen Treiber, sondern nur den bestimmten, und zwar hier den ALC 892. Und den Netzwerktreiber LNX to Mac und installiert das Ganze, aber schaltet den Rechner bitte noch nicht neu, weil dann habt ihr wieder den Kernel-Panik, denn ihr müsst noch die Grafikkarte einstellen. Dazu entpackt ihr den Ordner, die ZIP-Datei, habt hier diese drei Kekste, den Keks-Wizard, den öffnet ihr, geht auf Installation und fügt diese drei Kekste in die Installation ein und installiert das Ganze auf der Festplatte. Was ist sehr wichtig, ob das auf der Festplatte installiert wird. Danach geht ihr auf Kextinfo, wählt den Moment, Check Automatic Kali auswählen und wählt jeweils einen immer aus und geht auf Load Kext. Das macht ihr mit jedem einzelnen. Das heißt, den ersten habe ich jetzt gerade ausgeführt, den zweiten mache ich jetzt nochmal und geht wieder auf Load Kext. Nur dass ich jetzt halt nicht auf Load Kext drücke, weil es halt schon installiert ist. Macht ihr mit allen drei und geht auf Load Kext. Dann geht ihr hier auf Main Entrance, auf Rebuild Cache, Kache, Cage, keine Ahnung, wie man sich das nennt, und geht auf Execute. Das war's schon. Und ihr startet dann euren Rechner neu und das war's. Also euer Mountain Lion ist fertig installiert, bootbar. Alles funktioniert, und ja, für andere Leute mit allem anderen Motherboarden, nicht die jetzt nicht meins haben oder andere Grafikkarten, kann ja in verschiedenen Foren, wie jetzt hier bei hackintoshforum.de, die haben mir heute sehr gut geholfen, und schreiben dann halt ihr Motherboard rein, ihre Grafikkarte und so weiter, und am meisten hat mir dieses Tool hier geholfen, Systeminfo. Und zwar zeigt euch dieses Systeminfo alle Kekste an, alle Geräte, die euer Mac hat. Und er zeigt gleichzeitig auch noch an, ob diese kompatibel zu eurem Mac sind. Das zeige ich euch auch nochmal kurz. Und beim Gucken, wie lange habe ich schon? 8 Minuten. Ja, das dauert eine Zeit lang jetzt. So, dann geht ihr auf File und checkt Compatibility. Was heißt, der zeigt euch jetzt an, ob die dazu, ob die Treiber, ob die Hardware, die ihr habt, zu eurem Mac halt passen, zu macOS X. Und wie ihr seht, funktioniert das alles bei mir hier. Und wichtig dabei waren für mich hier diese 3, 1, 2, also diese Nummer 1, Nummer 2, und der dritte, den finde ich gerade nicht. Der hier. Der, diese drei: Audio, Ethernet Port und Grafikkarte, dass ich diese drei Nummern wusste und diese Kekste halt rausdrucken konnte. Bei Multabeast waren jetzt halt dann schon Audio und Netzwerk mit drinne. Den Grafikkartentreiber musste ich extra runterladen. Ja, das war's eigentlich schon. Und nochmal vielen, vielen Dank an hackintoshforum.de für die Unterstützung, weil ohne eure Hilfe hätte ich Mountain Lion nicht halt installiert bekommen, richtig, mit allen Treibern und voll funktionstüchtig. Ja, da bedanke ich mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.